Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video zu Fanarts der doppelten Spirit-Digitation machen könnte. Und dadurch, dass Grumblemon und die anderen drei bis heute keine bekommen haben und Beetlemon und Kumamon die doppelte Spirit ziemlich scheiße aussieht, habe ich gedacht, okay, mach mal. Da ich keine Ahnung hatte, wo ich die jetzt so finde, habe ich einfach mal eben die Person gefragt, die mich eben auch gefragt hat, ob ich ein Video dazu machen kann, also Blueberry Cupcake. Und ja, hat mir dann einen Link zu DeviantArt geschickt und dort bin ich dann auf zwei gestoßen, die dann eben Fanarts gemacht haben und die beiden möchte ich dann jetzt eben auch in diesem Video so ein bisschen hervorheben und vergleichen. Also fangen wir mal an. Die Namen der Digimon habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, weil das ja Fanarts sind, also hat das für mich ja keinen Mehrwert in dem Sinne. Also hier haben zwei Leute sich die doppelte Spirit-Digitation für Grumblemon ausgedacht und auch wenn natürlich das linke Bild von der Zeichnung ein bisschen besser aussieht, trotz alledem, beide haben eigentlich dieselbe Idee gehabt. Zwar hat es auf der rechten Seite ein bisschen mehr Rüstung, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass wir hier jetzt Grumblemon hätten, der eben die Power bzw. die Kraft und eben grundsätzlich die Größe von Gigasmon hat. Und es macht schon durchaus Sinn, nur es wäre irgendwie ernst zu nehmen, da nicht ganz so nackt und ja, wäre auf jeden Fall, dass man ihm dann abkauft, dass es eine doppelte Spirit-Digitation ist, zwar nicht sehr kreativ, aber sind wir ehrlich, Aldamon und Beowulfmon sind auch nicht wirklich kreativ, aber machen durchaus Sinn als Doppelte. Im Falle von Beetlemon muss ich dagegen sagen, ich finde das Rechte ehrlich gesagt etwas besser. Bei dem Linken ist es zwar auch irgendwie in Ordnung, aber ja, ich denke, was mich da so ein bisschen stört, wäre, dass er halt einmal ein Horn am Kopf hat und einmal dieses gigantische Horn hinten auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch eine Knarre sein soll, sieht aber irgendwie nicht ganz so danach aus und grundsätzlich, ja, ich sehe darin irgendwie auch nicht so viel Beetlemon, auch nicht so viel Metallkabuterimon, also es sieht einfach eher aus wie so ein typischer Mecha-Käfer. Im Falle vom Rechten kann ich natürlich Beetlemon sehen, das ist klar. Ich meine, ich sehe da seine Hände, ich sehe da seinen Kopf, ich sehe eben die passenden Farben, ich sehe auch eben dieses Donnerwappen drauf und ich kann natürlich auch Metallkabuterimon da drin sehen, auch wenn ich zugebe, dass es ziemlich überladen ist. Also ein bisschen weniger hätte es vielleicht schon sein können. Also ich finde zum Beispiel oben an den Schultern diese Arme da, die ja von Metallkabuterimon sind, also auf die hätte man vielleicht verzichten können. Oder auch irgendwie dieser andere Arm, ich weiß nicht, ob das ein Arm sein soll, dieser Stecker, der da ist, vielleicht hätte man auch darauf verzichten können. Grundsätzlich finde ich aber die Beine gar nicht mal so schlecht, es sieht halt so ein bisschen mechamäßig aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so gedacht ist, dass er die jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen ausfährt und dann auch immer noch so ein bisschen rollen kann, wie Metallkabuterimon das kann. Aber man würde halt trotzdem beide da drin sehen, man sieht halt so einen richtigen Kampfroboterkäfer und ja, von daher auf jeden Fall besser als ja, das, was es halt wirklich hat. So, was Kumamon angeht, da hatten beide auch wieder eine ähnliche Idee. Und zwar, dass sie einfach Korikakumon als Grundbasis benutzen und Kumamon dann so ein bisschen damit einfließen lassen. Hier muss ich jetzt sagen, finde ich das Linke allerdings total absurd. Was mir natürlich da gefällt, ist halt die Sache mit der Schneekanone, Eiskanone, die er da hat und dass er da so ein Torpedo rausschießen kann aus Eis. Das ist eine coole Sache, aber sonst, es ist Kumamons Kopf und ein bisschen Rüstung von ihm mit dem Körper von Korikakumon und das sieht einfach lächerlich aus. Also, nee, ich finde es nicht gut und finde das Rechte eigentlich besser. Da stören mich natürlich zugegebenermaßen die Arme, weil das ist einfach ein bisschen zu, ja, aufgepumpt. Und er ist ja jetzt kein Roboter, wobei ich die Idee dahinter verstehe, weil Korikakumon kämpft ja mit Äxten und Kumamon kämpft ja halt eben mit dieser Schneekanone und da ist jetzt beides in einem kombiniert. Ist ein netter Gedankengang, aber wie gesagt, ein bisschen zu viel. Dass er aber jetzt hier zum Beispiel diese Schuhe von Kumamon trägt, finde ich gut und dass man ihm einfach diese Rüstung gegeben hat. Ich denke gerade das mit der Rüstung, das war auch mal so mein spontaner Gedanke, dass man zumindest die der doppelten Spirit vielleicht hätte geben können, weil, sind wir ehrlich, der Pinguin, also Daipenmon, passt ja nun überhaupt nicht. Also von daher grundsätzlich, ich bevorzuge hier das Rechte, aber wie gesagt, die Schneekanone auf der linken Seite ist auch nicht verkehrt. Bei Mercurimon muss ich sagen, auch hier hatten wieder beide eine ähnliche Idee, dass Sephirothmon da ist und Mercurimon da irgendwie rausguckt. Allerdings muss ich sagen, finde ich hier das Linke auch wieder etwas schlechter, weil es sieht einfach aus wie Sephirothmon mit Mercurimons Oberkörper, der da rausguckt und das finde ich ein bisschen langweilig. Das Rechte finde ich schon besser, weil er da richtig eingearbeitet wurde und auf den Rücken tatsächlich auch noch diese Augenkugeln hat, auch noch an den Händen und der grundsätzlich auch ein bisschen länger und so gemacht wurde. Auch das Grinsen und die Lippe ist nochmal deutlich größer und von daher muss ich sagen, auch hier
finde ich das Rechte besser. Es ist zwar jetzt nicht so, dass ich sage, oh, es ist jetzt ultra kreativ, muss es aber auch gar nicht sein, aber es verbindet beide, also H und B Spirit, sehr gut miteinander und sieht auf jeden Fall besser aus als Aldermon und Beowulfmon. So, und bei Holz, also Arbomon, ich bin ehrlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil bei den beiden, ja, das ist nicht einfach. Aber beide Künstler hatten wohl so eine ziemlich ähnliche Idee, haben es aber ein bisschen vertauscht, würde ich sagen. Sie haben halt beide was Humanoides rausgemacht und beim linken ist es halt eher Arbomon und beim rechten ist es eher Petaldramon, der Arbomon als Rüstung hat. Ich muss aber sagen, dieses Petaldramon und Arbomon als Rüstung finde ich ehrlich gesagt etwas besser. Erinnert zwar auch ein bisschen an Beowulfmon, wo es Wolfmon mit Kendogarurumons Rüstung ist, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bei Arbomon finde ich zwar auf jeden Fall die Füße und natürlich auch die Beine und so ganz gut, aber dass der Oberkörper komplett Arbomon ist und dann irgendwie so die Beine von Petaldramon aus dem Rücken gucken, naja, das gefällt mir dann ehrlich gesagt nicht ganz so. So, was Wasser angeht, also von Lanamon, da habe ich jetzt bei dem einen wirklich nichts gefunden. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen. Ich meine, er hat ja sehr viele erfunden halt, also Kombination, zum Beispiel auch Feuer und Erde, aber um die geht's ja hier jetzt nicht, sondern nur um theoretische doppelte Spirit-Digitation. Bei dem anderen habe ich Wasser gefunden und ich muss sagen, es ist okay. Also klar, natürlich, man würde hier jetzt was Humanoides sehen, was natürlich ein bisschen mehr in Richtung Fisch geht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde natürlich auch den Kopf vor allen Dingen gar nicht mal so schlecht, da ist ja auch wirklich viel Kalmaramon reingeflossen. Ja, aber dass man dann natürlich von Kalmaramon dann, ich sag mal, fast alles da so auf den Kopf setzen muss, ja, das hätte vielleicht ein bisschen kleiner sein können oder man hätte es ganz weglassen können. So, sonst diese Tentakel finde ich ja vollkommen in Ordnung, aber ja, hier ist es jetzt eher, ich würde sagen, das ist zwar immer noch gut, aber ja, für mich eher das Schlechteste von all dem. Ja, grundsätzlich, abgesehen von Wasser, würde ich halt sagen, waren die Ideen sehr ähnlich und sie haben mir grundsätzlich auch gefallen und es ist echt schade, dass Bandai das Potenzial auch einfach nicht nutzen tut. Vor allen Dingen nach wie vor Daipenmon, das ist einfach lächerlich. Da habe ich auch das Gefühl, dieser Pinguin wurde einfach erfunden, unabhängig von Kumamon und Korikakumon. Und man hat dann einfach nur gesagt, hier ist es eine doppelte Spirit, damit er halt im Card-Game dazu werden kann oder so. Naja, und jetzt seid ihr natürlich dran. Welche haben euch am besten gefallen? Kennt ihr noch andere Fanarts? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.